Sade ist für alle, die was im Zug fahren, sprich für alle Reiseteilnehmer gedacht, als Unterhaltung. Aber klarerweise vor allem auch, dass sich die Teilnehmer sich selber einbringen können, erzählen, was sie bewegt, vielleicht auch nur ein Lied wünschen den Mitreisenden. Einfach, damit die Reise ja, ein bisschen abwechslungsreich spannender wird und damit man auch von den anderen Mitreisenden auch was erfährt. Und sei es nur, woher er kommt, welchen Musikgeschmack er hat, aber wünschenswert wäre es schon, dass man erzählt, wieso man mitmacht, was man sich erwartet. So die Erwartungshaltung wäre ganz toll. Ich für meinen Teil, weil ich betreue die deutsche Seite, für die deutsche Sprachgruppe. Der Lorenzo aus Turin macht das italienische Pendant, sagen wir mal so. Ich habe Lieder mit, die was alle Weitläufer mit dem Krieg zu tun haben. Sonst könnt ihr die Schürzenjäger gehen lassen oder Andy Borg oder in einem, wie heißt der, André Gabalier. Geschmäcker sind verschieden, so auch die Musik, deswegen kann man alles gehen lassen. Eine Beschallungsanlage und in dieser Beschallungsanlage kann man Audio einspeisen, sprich Stimme einspeisen. Und unser Mischpult und der Laptop wird eingespeist in dieses System und dann kann man aus dem ganzen Zug hören. Also ganz einfach.